Ja, Stranger-Scheiß, ne? Hallo. Ja, wie kommen wir jetzt an dem Typen vorbei? Oh, hier war ich noch gar nicht drin, das letzte Mal. Das letzte Mal haben wir versucht, dem Wallrider aufzuweichen. Genau, wir haben versucht, dem Wallrider aufzuweichen. Hier haben wir mal wieder einige Gedärme. Was haben wir denn hier? Nichts, was uns irgendwie interessieren könnte. Und da sind wir ja von ihm jedes Mal umgenietet worden. Weil, boah, ey, kannst du mal da drüber steigen? Der latscht da mal voll durch. Wir müssen dem Wallrider aus dem Weg gehen. Was hier nicht alles rumliegt, wa? Uah, furchtbar. Liegt hier noch irgendwas? Also wir können uns hier verstecken, zumindest, wenn der hinter uns herkommen sollte. Und der wird wahrscheinlich hier gleich um die Ecke kommen, wenn wir da nämlich da hinten vorrennen. Ich gehe nochmal eben hier hin. Guck mal eben, ob wir hier rein können. Oh, hier können wir auch noch rein. Hier liegt auch noch wer. Mann, sie haben hier aber gehaust, ne? Guck dir das mal an. Hier liegt auch noch wer. Hilfe, lass mich vorbei. Hier liegt auch alle Klos verstopft, alle Waschbecken verstopft. Ey, was machen die denn hier für einen Scheiß? So, wenn ich jetzt hier um die Ecke gehe, dann habe ich gleich ein Problem. Deswegen gehe ich nochmal eben hier gucken, ob in der Küche noch irgendwas ist. Ich kann hier aber nicht rüber, ne? Da ist auch nichts. Lass mich mal eben gucken, ob ich hier hinten irgendwie reinkomme. Ich kann auch hier oben nirgendwo hin. Radio liegt hier. Kann ich hier rein? Ja, hier kann ich zumindest noch rein. Aber so wirklich sein tut hier auch nichts, ne? Ach so, genau. Und hier ist die Küche. Hier liegt der Koch. Gedärme war heute auf der Speisekarte. Hier ist nix. Ne, hier ist gar nichts. Hier komme ich auch nicht rein, ne? Ne, komme ich nicht. Was machen wir jetzt? Wir müssen hier wieder zurück. Genau, wir müssen hier hinten hin. Und sobald wir hier jetzt um die Ecke luren, kommt uns der Spacko entgegen. Da hinten, glaube ich. Oder war da? Was ist nochmal, wenn ich hier entlang laufe? Hier war ich doch schon, ne? Hier war aber auch nix. Hier ist nix, was ich gebrauchen könnte. Oder ist hier hinten noch was drin? Brauche ich denn noch irgendwie einen Schlüssel oder sowas? Kamera liegt hier, da ist offen, hier kann ich nirgendwo dran. Hier liegt noch was. Hier ist zumindest noch was eisgekühlt. Aber nee. Nee, kannst du vergessen. Kannst du vergessen, Junge, wir müssen da hinten rum. Aber wo verstecken wir uns denn? Wie kommen wir an diesem scheiß Wallrider vorbei? Das müssen wir jetzt gucken. Hier ist eine Leiter. Da kommen da. Schnell Tür zu machen. Komm, zieh vorbei. Der sitzt doch hier vor dem Teil, oder? Komm, hau ab. Du siehst mich nicht. Darf ich mich überhaupt bewegen, wenn er in der Nähe ist? Der hat bestimmt so einen Bewegungssensor, wo der mich mit sieht, wenn ich mich bewege. Der ist hier. Ich merke das. Der ist hier nebenan auf dem Scheißhaus. Wetten? Komm, hau ab. Oder er steht ja genau vor der Tür. Komm, jetzt geh doch mal.
Was ist denn, wenn ich jetzt die Tür öffne und wenn ich den damit umniete? Ich glaube, ich muss einfach die Fresse halten und stehen bleiben. Mich gar nicht bewegen. Ist er jetzt weg? Der ist immer noch hier in der Nähe, ne? So, warte, jetzt pass auf. Jetzt gehen wir hier mal raus. Jetzt gehen wir hier rum. Und gehen hier rein. Scheibenkleister. Wo muss ich hin? Durchzwängen, durchzwängen. Hier hoch. Hier hoch. Hier rum. Da geht's nicht weiter. Oh. 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 Oh, ich glaube, wir haben es geschafft. Morphogenic Engine Chambers. Hier hinten komme ich nicht hin, ne? Ne, hier geht so gar nichts. Puh. Gehen wir mal schnell hier hin. Ui, wir hatten den dicken Flatschen an die Wand gesetzt. Und der liegt hier auch rum. Hier liegt noch was. Halt, hier liegt noch was. Mal eben lesen. Notizen. Ne, Quatsch. Dokumente. Götter und Monster. Hinweis an alle persönlich von fachärztlichem Berater MM008 Rudolf Wernicke. Ach, der schon wieder, ey. Verehren Sie den Schwarm nicht und lassen Sie sich nicht durch die Ängste der Patienten von Ihrem Glauben abbringen. Alle fühlenden Wesen in dieser Technologie sind uns so weit überlegen, dass Illusion und Gottesfurcht zu erwarten sind. Wir haben schon immer in das Chaos geblickt und es Gott genannt. Wir verfügen inzwischen über ausreichend Bestätigungen, sodass uns ein solcher Glaube zerstören könnte. Widerstehen Sie der Versuchung, okay? Vergessen Sie nicht, dass Sie Wissenschaftler sind. Okay. Super, aber als Wissenschaftler ist das auch alles nicht so einfach, ne? Was geht denn hier ab? Komme ich nicht rein? Dann gehen wir hier rein. Wo geht es denn jetzt weiter? Ich renne hier mal gerade durch die Gegend. Ui, wo sind wir jetzt gelandet? Erstmal eben hier untersuchen. Ganz viele Computer. Kaffeetasse. Computer, Computer. Nichts Interessantes. Da ist auch nichts mehr, was ich gebrauchen könnte. Und hier hoch nicht. Aber ich höre schon wieder so komische Mucke, ey. Schuss könnte schon wieder nach hinten losgehen. So. Wie kommen wir denn jetzt hier runter? Also von hier nicht. Also müssen wir hier hin. Okay, hier durch. Drehe das Ventil für den Nährflüssigkeitsbehälter zu. Da hinten haben wir eine Tür und da haben wir... Oh, wat? Hier liegt einer drin. Warte mal, hier ist noch ein Dings, ne? Ja, confidential. So, Dokumente. Morphogenetischer Antrieb. Wartungsplan. Um eine Verletzung des Patienten zu vermeiden, müssen alle Lebenserhaltungssysteme der Lebenskammer des morphogenetischen Antriebs täglich überprüft werden. Lebenserhaltungssystem 1. Der angereicherte oxygenierte Perfluorcarbon im Nährflüssigkeitsbehälter muss während der Behandlung des Patienten fortlaufend gespült und ersetzt werden. Es gilt zu beachten, dass die Flüssigkeitsbeatmung auch Anästhetika enthält und jegliche Unterbrechung der Zufuhr beim Patienten zu größeren Schmerzen führt, die das Experiment unterbrechen können. Lebenserhaltungssystem 2. Die Stromversorgung erfolgt durch den Generator des unterirdischen Labors. Die ausreichende Betankung und Wartung des Generators sollte stündlich bestätigt werden. Lebenserhaltungssystem 3. Im Falle eines Ausfalls der Lebenserhaltungssysteme 1 und 2 springt das Notfallsystem der Lebenskammer an und übernimmt die minimale Lebenserhaltung vor Ort, bis die Techniker eingetroffen sind. Das Deaktivieren des Notfallsystems führt zum sofortigen Tod des Patienten. Ist das der
Das ist doch der Knaller, ne? Und den lassen sie da hingucken. Das ist wie so in so einem schlechten... So eine schlechte Dia-Show hier, ey. Was haben wir hier? Haben wir nichts drin? Die sind alle leer. Und da hinten ist einer. Komm mal, ich gehe mal gucken, was hier hinten ist. Was haben wir hier? Life Support Fluid. Komm, wir rennen mal schnell hier durch. Life Support Fluid. Ich renne jetzt einfach nur noch. Life Support Fluid. Wo komme ich hoch? Gibt es denn hier noch was? Muss mir mal eben die Zeit nehmen, um zu gucken, ob es noch irgendwas hier für mich gibt. Aber es scheint nicht so. Also hier hoch, hier hoch. Hier gibt es nichts. Hier ist eine Tür. Und da komme ich nicht ran. Was geht denn hier hinten weiter? Ah, hier ist ein Ventil. Oh gut. Ich glaube, ich sollte jetzt mal langsam weiterziehen. Das heißt, wir gehen mal wieder runter. Hier kann ich ja nicht rein, ne? Ah, doch, kann ich wohl. Mein Gott, bin ich blöd. Ich dachte, die Tür wäre zu. Halt, hier ist noch was. Schnell lesen. Nein! Lass mich los. Zehn nach vier und ich bin tot. Super. Wo hat er denn jetzt gedingst? Scheiße. Hier habe ich jetzt gestoppt, ne? Das habe ich schon gedingst. Also ich gehe jetzt ganz schnell hier rein. Das habe ich schon aufgenommen. Und gehe jetzt ganz schnell wieder hier runter. Und geh jetzt wieder ganz schnell hier durch. Komm, Schätzeken, mach die Tür auf. Hau rein. Und jetzt rennen wir mal da hinten rum. Und jetzt rennen wir hier hoch. Hilfe, wo muss ich hin? Komm, ich quetsche mich jetzt hier durch. Der kann mir ja auch gar nicht hinterher, ne? So als Geist. Tür zu. So. Boah, ich kriege Panik in den Augen, du. Panik in den Augen drin. Komm, jetzt hier die Treppe hoch. Die Musik, die macht mich auch völlig rammdösig, ey. Hoch, hoch, hoch. Mein Gott, jetzt sind wir hier am Eiffelturm, oder was? Komm, hoch jetzt. Mal, wo ist denn hier das Ende? Hallo. Oh, scheiße. Komm. Spring. Links oder rechts? Ich sehe nichts. Scheiße. Mama. Hilfe. Da hat er mich schon wieder erwischt. Hier wird das. Wo kommt denn die Sackratte? Ich mache jetzt schon mal die Kamera an. Oh, ups. Da war mein Sprung, glaube ich, ein bisschen zu kurz. Also das versuchen wir nochmal. So, einen Schritt zurückgehen jetzt. Und, jep. Jep. Genau. Jetzt ganz schnell hier durch. Ganz schnell hier durch und hier rein. Oh, der kann hier nicht durch, ne? Oh, Baby, Baby, Baby. Ich krieg hier einen Herzinfarkt nach dem anderen, ey. Nix da. So, jetzt gehen wir hier nochmal hoch. Und haben hier auch noch was, ne? Ich habe aber dann immer noch ein Dokument.
was ich ja nicht gelesen habe. So, der moderne Prometheus. Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke. Frankenstein oder der moderne Prometheus von Mary Shelley. Lernet, wie gefährlich die Erwerbung von Wissen sein kann und um wie vieles glücklicher derjenige sich schätzen darf. Entschuldigung, Frosch im Hals, Quark. Dem die Welt nicht größer ist als der Markt Flecken, darin er geboren ward. Hä? Wie viel glücklicher ist nicht solch ein Mensch zu schätzen, denn einer, der da strebte, größer zu sein, als seine Natur es ihm erlaubt, okay? Aber jetzt haben wir hier nochmal ein Dokument, ne? Komm mal, kannst du mal direkt hier nochmal das andere Dokument lesen? Fortsetzungserlaubnis. Anbei finden Sie das Formular der Fortsetzungserlaubnis für Patient William Hope aus dem Murkoff Wohltätigkeitspsychiatrieprogramm im Mount Massive Hospital in Colorado. Das Formular ist Standard und alle wichtigen Zeilen sind unterschrieben. Anscheinend weiß Billy nichts von dem Herzstillstand, der vor kurzem bei seiner Mutter herbeigeführt wurde. Er nimmt an den Experimenten teil, da er seiner Mutter die Kosten grundlos zurückzahlen und ihrer Kirche eine Spende zukommen lassen möchte. Wernicke, nachdem ich die Traumberichte des Jungen gelesen habe, bin ich davon überzeugt, dass er über ein enorm therapeutisches Potenzial verfügt. Oh, hier steht ein Kaffee. Den könnte ich jetzt gut gebrauchen. So, wo geht's hier hin? Alles klar, den hau ich jetzt kaputt. Zieh das Scheiß raus. Deaktiviere Billys Notfallsystem. Kacke. Ich glaube, wir müssen jetzt ganz schnell wieder hier zurück. Zurück. Und dann ganz schnell wieder... Lass mich raus. Ganz schnell wieder hier zurück. Lass uns mal gucken, wo wir her müssen. Ey! Ey, lass mich... Ey! Aua! Boah, ist der bekloppt? Du tickst doch nicht mehr sauber. Aber ich gehe jetzt hier zurück. Hier komme ich nämlich zurück. Kleine Sacknase, ey. Komm, jetzt hier wieder runter. Und zu den scheiß Billy, ey. Wo ist die Kacknase hin? So. So. Das hast du jetzt davon. Oha. Oh, oder das hab ich davon. Fuck. Autsch. Was macht er denn mit mir, ey? Oh, oh. Oh, oh. Was, der Typ ist in mir drin, oder was? Ist der bescheuert? Der Typ ist in mir drin... Alter Schwede, ich habe jetzt voll die Gänsehaut, ey. Der ist in mich rein. Habt ihr das gesehen? Boah. Moment. Versuche zu entkommen. Na, perfekter. Perfekt, wie soll ich das denn machen? Ich kann ja kaum noch laufen hier. Wo komme ich denn? Kann ich denn hier entkommen? Bitte schön. Bitte, hallo? Wo soll ich denn bitte her? Ich kann ja kaum laufen. Kann ich ja hinten raus? Oder muss ich hier hoch? Ach, komm schon. Komm, Junge, du schaffst das. Komm, du schaffst das. Komm, reiß dich noch ein bisschen zusammen. Du musst nur noch ein bisschen. Oh ja, ich weiß, das tut weh.
Oh, kriegst du es hin? Komm, noch ein Stück. Noch ein Stück. Komm, wir müssen jetzt hier durch den Tunnel durch. Ist das überhaupt richtig? Da hinten war da irgendwie so ein Ausgang, ne? Ja, ich weiß, der Weg ist lang. Komm mal. Komm, steh auf. Steh auf. Komm. Oh, oh. Fuck. Was denn? Mega geil. Ey, ich war jetzt der Host für das Ding. Also der ist ja in mich rein, ne? Und jetzt die haben mich da platt gemacht und jetzt haben die so richtig einen auf den Arsch gekriegt, glaube ich. Mega Spiel. Also das Spiel ist echt eine. Leute, wenn ihr das noch nicht gespielt habt und wenn ihr dann auch noch gar nichts von gesehen habt, zockt das einfach mal an, weil Outlast echt lecker. Echt lecker Game. Das kann man wirklich gut zocken. Sound. Mega gut. Richtig geil. Wer hat hier das Sounddesign gemacht? Sounddesigner. Mhm. Senior Audio Manager. Bla bla bla. Wer hat das die Mucke gemacht? Kommt das noch? Chris Walker. Bla. Father Martin. Richtig geil. Also ich muss echt sagen, Leute, wenn ihr an sowas Spaß habt, Outlast ist ein super Ding. Kann man wirklich machen. Ah ja, hier ist es. Music composed and arranged by Samuel LaFlame. Ambient Music Design. Okay, alles klar. Cool. Coole Sache. Richtig coole Sache. Kann man sich echt geben. Ich würde es glatt nochmal von vorne spielen. Das Spiel ist richtig toll gemacht. Es hat eine Atmosphäre, es hat eine tolle Musik. Es hat eine super Grafik. Für ein Indie-Game kann man da echt sagen, mega, mega gut. Und es ist von Anfang bis Ende ist es spannend. Es gibt so einige Dinge, mit denen man echt überhaupt nicht rechnet. Und wo man denkt, fuck, wo kommen die denn jetzt bitteschön her? Und was machen die jetzt gerade mit mir? Von daher vollkommen lohnenswert das Spiel. Ich empfehle es wärmstens weiter. Ne, zieht euch warm an, macht euren Raum dunkel und legt los. Ist super. Also, ich verabschiede mich hier von euch, weil das ist das letzte Let's Play für Outlast. Und ich verabschiede mich und wünsche euch allen einen wundervollen Ja, ein wundervolles Wochenende und noch einen wundervollen Rest Karneval, wenn ihr Karneval feiert. Wir haben ja, heute haben wir Freitag, also der Tag nach Weiberfastnacht. Und ja, wenn ihr Rosenmontag feiert, dann haut richtig rein. Bis dahin sage ich mal tschö und macht es gut.